Ja, schön, dass wir in Deutschland chinesische Jungen haben. Ja, mal gucken, vielleicht finden wir chinesisches Viertel. Keine Ahnung, woher die kommen. Name. Und Sie sind? Wenn Sie nicht den Vorschriften der Hamburger Hafenbehörde folgen, wird das ewig dauern. Also, Name. Jack Keane. Name Ihres Schiffes, Herr Keane. Die Charming Princess 2. Aha, verstehe. Herkunftsort? Shanghai. Na gut. Ladung. Wir sind leer. Wollen hier Ladung aufnehmen. Ich finde nichts über Ihr Schiff in meinen Aufzeichnungen. Wissen Sie, was das bedeutet? Ihre Aufzeichnungen sind falsch. Nein, sie sind nie falsch. Oh, hat Ihnen das Vorzimmer der Queen keine Nachricht geschickt? Wie peinlich. Ganz im Gegenteil. Jedenfalls müssen Sie eine zusätzliche Hafensteuer zahlen. Das sind dann 26 Goldmark. Also, ich habe hier chinesisches Geld. Kann ich damit auch zahlen? Zeigen Sie mal. Hey, Sie haben ja gleich alles genommen. Was ist mit Wechselgeld? Ach so, ja, hier ist das Wechselgeld. 2 Goldmark? Nicht mehr? Naja, besten Dank auch. War ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen, mein Herr. Na, perfekt. Ich hasse diesen Streik. Überall liegt Zeug rum. Am Klemmbrett kann man Papiere befestigen. Dieses Paddel ist unter der Kiste eingeklemmt. Eine Schande für die Umbati Corporation. So viel ist sicher. Der Zielort dieser seltsam geformten Kiste ist New York. Was da wohl drin ist? Kann nicht schwer sein, das Ding zu bedienen. Eben. Hey, stopp! Finger weg vom Kran! Hey, was machst du da? Nur autorisierte Personen dürfen die Hebekräne bedienen. Wo finde ich autorisierte Personen? Hast Pech, die streiken alle. Ich habe ein Auge auf dich. Ja, okay, schön für dich. Und wir haben mal kurz über dem Symbol, dass wir wieder irgendwas übersehen. So. Also ihr Freunde streikt. Das Zeichen haben wir doch schon mal gesehen. Es glüht. Genau dieses Logo habe ich in meinem Traum gesehen. Das Amulett hat wieder geglüht. Das kann kein Zufall sein. Ich muss da rein. Ein Schild von den Dockarbeitern. Sie haben das Symbol Arbeiter der haben Rechte. Durchgestrichen. Also sollten sie zumindest. Ärger mit Ihrem Affen? Reden Sie mit Rolf, dem zertifizierten Tierpfleger des Hamburger Hafens. Er braucht immer Geld und hilft gern. Das könnte später wichtig sein. Okay, wenn du meinst. Und die kriegst du wahrscheinlich nicht auf. Ja. Geht nicht auf. Ist wohl von innen verschlossen. Erwin Arbeiter haben Rechte! Arbeiter haben Rechte! Mit Umbati geht's uns schlecht. Zeit, dass er mal blecht. Einer von euch ist wohl ein zertifizierter Tierpfleger?
Da bist du falsch gewickelt. Sein Name ist Rolf. Steht in der Anzeige. Hier gibt's keinen Rolf. Verschwinde! Du bist Rolf, oder? Warum glaubst du das? Wenn der Mauszeiger auf dich deutet, steht da Rolf. Ach, wirklich? Glaube ich nicht. Mit dem Barty geht's ums Schlecht. Zeit, dass er mal blecht. Arbeiter haben mit um. Na komm, Rolf. Ich bezahle dich, wenn du es mir beibringst. Glaube ich nicht. Mit dem Barty geht's ums Schlecht. Zeit, dass er mal blecht. Arbeiter haben Rechte. Mit um Barty. Na komm, Rolf. Ich bezahle dich, wenn du es mir beibringst. Glaube ich nicht. Mit dem Barty geht's ums Schlecht. Zeit, dass er mal blecht. Okay, hier kann man auch nichts mehr machen. Und hier ist alles zu. Interessant. Arbeiter haben Rechte. Also sollten sie zumindest. Wir ver... Später vielleicht. Hättest du gern. Hättest du gern. Nein, Arbeiter haben Rechte? Hat er gelernt. Was für ein Blödsinn. Am Klemmbrett kann man Papiere befestigen. Das wird nicht funktionieren. So, Hamburg. Ich habe mehr Leute erwartet. Dürfte nicht leicht werden, hier jemanden zu finden, der uns mit dem Schiff helfen kann. Die Zeit als Häftling hat dich ziemlich pessimistisch gemacht. Angenommen, wir finden jemanden. Haben wir denn das nötige Material für die Reparatur? Im Lagerraum ist einiges, aber du hast recht. Ich sollte nachsehen. Und ich kümmere mich um das, was ich am besten kann. Einen Schatz suchen. Denk dran, Vorsicht, wenn du mit den Deutschen redest. Sie haben keine Ahnung, was Humor ist. Ich hasse diesen Streik. Überall liegt Zeug rum. Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Arbeiter haben Rechte mit Na komm, Ralf, ich bezahle dich, wenn du es mir beibringst. Aber ich kann dir nur beibringen, wie man mit Affen umgeht. Wie wär's mit Kätzchen? Als ich zuletzt den Affenzähmergriff auf ein Kätzchen angewendet habe, sah es danach, nun ja, verändert aus. Mit Barty geht's ums Schlecht. Zeit, dass er mal blecht. Arbeiter hab mit Okay, dann vergiss es. Mit Barty geht's. Arbeiter. Na komm. Aber ich kann dir nur beibringen, wie man mit Affen umgeht. Wie wär's mit Kätzchen? Als ich zuletzt den Mit Barty geht's ums Schlecht. Zeit, dass er mal blecht. Später vielleicht. Arbeiter haben Rechte. Hättest du gern. Also sollten sie zumindest. Ach, hol mal. Die Heldentaten von Agent Montgomery und seiner Arbeiter haben Rechte? Diener, was für ein Blödsinn. Der Bestseller von 1899. Ich hoffe, es ist nicht das, wofür ich es halte. Und den kriege ich ja nicht raus. Ah,
Eine Schande für die Umbati Corporation. So viel ist sicher. Hättest du gern. Oh nein. Die Holzgiraffen, die ich im Knast immer schnitzen musste. Sie werden offensichtlich... Es ist zu weit weg. Wie komme ich dorthin? Arbeiter haben Rechte? Was für ein Blödsinn. Es kann nicht sein, dass es zu weit weg ist. Es ist zu weit weg. Wie komme ich dorthin? Ein paar Kisten sind verbrannt. Oh nein. Was werden die unsere Kunden sagen? Die ich im Knast immer schnitzen musste. Sie werden offensichtlich irgendwohin verschifft. Hoffentlich irgendwohin, wo ich nie sein muss. Hättest du gern. Genau. Gerechtigkeit und Bier. Gerechtigkeit und Bier. Was gibt's denn nicht? Geht nicht auf. Ist wohl von innen verschlossen. Na schön. Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Arbeiter haben Rechte? Was für ein Blödsinn. Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Herr Keen. Stimmt es, dass Deutsche so gar keinen Humor haben? So ist es nicht. Die Witze taugen halt nicht. Wenn Sie mir einen wirklich guten Witz erzählen, lache ich mir sicher einen Ast. Verstehe. Also... Ich glaube, ich habe Ihnen entschieden zu viel Geld gegeben. Ich glaube, Sie stellen zu viele Fragen. Wie viele Deutsche braucht man, um eine Glühbirne einzudrehen? Glühbirne? Ist das nicht dieses hässliche, hohle Glasding? Nein, das ist das Ding zwischen Ihren Ohren. Sie überschreiten eine Grenze. Noch ein Wort und ich gehe den Baum hoch. Wie passend. Sie sehen schon ein wenig affig aus. Dir bringe ich Manieren bei. Jetzt siehst du, was passiert, wenn mich jemand wirklich wütend macht. Ich hasse diesen... Was ist der Unterschied zwischen... Du kriegst... Witzig. Genau das hat Ihre Frau auch gesagt. Jetzt reicht es, Junge. Jetzt siehst du, was passiert, wenn mich fast, jemand wirklich wütend macht. Da brauchst du fast eine Anleitung, was, wo, wie und was, warum und was, weshalb dagegen wirkt. Das ist ja voll kompliziert. Was haben ein Affe und ihre Mutter gemeinsam? Die Nachricht ist wohl nicht ganz deutlich rübergekommen. Thank you.
Auto. Keine Ahnung, was dagegen hilft. Jetzt siehst du, was passiert, wenn mich jemand wirklich wütend macht. Ein Herr Keen. Was haben ein Affe und ihre Mutter gemeinsam? Die Nachricht ist wohl nicht ganz deutlich rübergekommen. Nee. Jetzt siehst du, was passiert, wenn mich jemand wirklich wütend macht. Muss ich noch vorher irgendwas wieder lernen oder hast du nichts gesehen? Ist vielleicht der Depp, der mir nichts beibringen will, weil er irgendwie mit Affen rumäumelt. Arbeiter, ha! Mit um... Na komm, Ralf, ich bezahle dich, wenn du es mir beibringst. Aber ich kann dir nur beibringen, wie man mit Affen umgeht. Wie passend. Ich brauche jemanden, der sich um eine Art Affenmann kümmert. Ach, da. Na gut. Gib mir 3 Goldmark und ich bringe dir den Affenzähmergriff bei. Den vergisst ein Affe nie wieder. Dann will ich mal 3 Goldmark beschaffen. Mit dem Barty geht's ums Schlecht. Zeit, dass er mal blecht. Arbeiter haben Rechte, Herr Kie. Ich glaube, ich habe Ihnen entschieden zu viel Geld gegeben. Ich glaube, Sie stellen zu viele Fragen. Ach, nichts. Eine Schande für die Umbati Corporation. So viel ist sicher. Beispielsweise für krumme Dinger. Wo ging jetzt der Goldmarkt her? So, Hamburg. Ich habe mehr Leute erwartet. Die Zeit als Häftling. Angenommen. Im Land. Und ich. Ich hasse diesen Streik. Überall liegt Zeug rum. Kann nicht schwer sein, das Ding zu bedienen. Keine Ausnahmen? Aus was? Hab ich noch nie gehört, das Wort. Ich hab ein Auge auf dich. Ja, schön. Ich hab keine Ahnung mehr. 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 Das ist zu weit weg. Wie komme ich dorthin? Es muss doch irgendwie gehen. Ich gehe gleich kotzen. Wie kriege ich jetzt 3 Goldmünzen? Es ist zu weit weg. Wie komme ich dorthin? Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Herr Keen. Ich glaube, ich habe Ihnen entschieden zu viel Geld gegeben. Ich glaube, Sie stellen zu viele... Ach, nicht. Arbeiter haben Rechte. Also sollten Sie zumindest. Später vielleicht. Arbeiter haben Rechte. Mit um... Na, Arbeit... Na gut. Ich weiß, du bist ein Deutscher, aber könntest du es nicht ausnahmsweise für 2 Goldmark tun? Nur 2? Um zu lernen, wie man einen Affen zähmt? Ja, ja. 2 ist wohl besser als nichts.
So. Jetzt sollte es auch klappen mit... Ich hasse diesen Streik. Über Herr Keen. Was haben ein Affe und ihre Mutter gemeinsam? Die Nachricht ist wohl nicht ganz deutlich rübergekommen. Wo ist denn das Ding jetzt? Dschungelkönig da. Was war denn das? Das gibt's doch gar nicht. Ist der jetzt abgewandert? Scheint. Arbeiter haben mit Okay, dann vergiss es. Mit dem Body geht's um schlecht. Zeit, dass ihr okay. Das können wir aber wahrscheinlich Kran bedienen oder singen. Ich habe ein Auge auf dich. Macht. So. Muss noch was machen. Hoch und runter, vor, zurück, vor, nach links, nach rechts. Du verhältst dich kindisch. So wird die Spalte zwischen den Pisten fast perfekt geschlossen. Eine Notiz. Geschenk des britischen Empire als Wiedergutmachung für den versehentlichen Angriff auf ein chinesisches Gefängnis. Achtung, zerbrechliches Porzellan. Oh nein, die Holzgiraffen, die ich im Knast immer schnitzen musste. Sie werden offensichtlich irgendwohin verschifft. Hoffentlich irgendwohin, wo ich nie sein muss. Streik, was soll ich nur tun? Komme ich jetzt nach New York? Habe ich das ganze Ding umsonst gebaut? Verdammt! Irgendwie muss ich an eine Überfahrt kommen. Die Zeit wird knapp. Hey, das ist aber ein Zufall. Wie bitte? Deine Augen haben genau die gleiche Farbe wie diese Blume, die ich gerade gepflückt habe. Wow, das war... Du hast... Wow! Entschuldige. Ich wollte nicht... War mit den Gedanken woanders. Ich bin unterwegs zur Weltausstellung in New York. Aber jetzt streiken hier alle. Ich bin Ingenieur und habe einen Prototypen gebaut, den ich dort... Moment, hast du Ingenieur gesagt? Ja. Gibt's was, das du nicht reparieren kannst? Ist mir noch nicht untergekommen. Es gibt nichts, das deine Hände nicht handhaben könnten. Richtig? Ingenieur ist nichts zu schwer. Vergiss es, hab noch umgesponnen. Ich brauche einen Ingenieur. Also wir, meine ich. Wer, wir? Ich und ein Typ, der nichts von Blumen versteht und wahrscheinlich keine Ahnung von meiner Augenfarbe hat. Egal, gehen wir. Du musst dich um eine andere Dame kümmern. Eine Dame? Keine Sorge, eine echte Prinzessin. Und so charmant, sagt man. Aber ich muss nach New York, zur Weltausstellung. Kein Problem, wir bringen dich hin. Du musst nur das Schiff reparieren. Hm. Klingt nach einem guten Angebot, schätze ich. Keine Debatte? Das ist mal eine neue Erfahrung. Wie bitte? Vergiss es. Denke nur über mein Leben nach. Gehen wir. Oh, und hier ist übrigens die Blume, falls du sie haben möchtest. Einzigartige Farbe. Ein echter Schatz. Fällt einem sofort ins Auge. Naja.
dem Ingenieur. Ich glaube, bald habe ich's. Das Amulett hat wieder reagiert. Ich muss also an der richtigen Stelle sein. Ja. Aber in einem Lagerhaus sucht man die Nadel im Heuhaufen. Kriegen wir schon. Was haben wir hier Schönes? Nix. Okay. Mit eingekratzten Runen und alten Symbolen dekoriert. Das ist wohl nicht wichtig. Wow. Das muss laut sagen. Hey, das ist es. Die Energie des Amuletts scheint von dieser geheimnisvollen Kiste geweckt worden zu sein, aus der die Pflanzen wachsen. Was zum... Wer steckt einen bücherlesenden Gorilla in einem Käfig in einem Lagerhaus? Und warum kann er überhaupt lesen? Ups. Oh nein, was kommt jetzt? Donkey Kong. Okay, das war knapp. Wenn sowas passiert, wünsche ich mir manchmal, ich hätte weitere Leben, um meine Abenteuer fortsetzen zu können. Die Kiste ist etwas nach unten gerutscht. Wenn ich den Affen weiter ärger, komme ich vielleicht ran. Aber es sind 6 Fässer zwischen mir und der Kiste. Der Gorilla wird wütend, wenn jemand sein Buch misshandelt. Das könnte ich ausnutzen. Einzigartige Bananenrezepte. Bananensuppe. Leicht. Bestens geeignet für Kinder, Rentner und die Verlierer der letzten Kneipenschlägerei. Scheiße, zu spät. Zwei Fässer geworfen. Noch 5. Meine Beine sind schon ganz wackelig. Kriegen wir schon. Scheiße.